Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Total War Warhammer. Und diesmal sind wir bei Total War Warhammer 2, was vor einigen Tagen erschienen ist. Ja, was gibt es dazu zunächst zu sagen, ehe wir denn jetzt mit dem eigentlichen Let's Play anfangen? Ich habe schon ein bisschen mit den Hochelfen gespielt und habe daher einige Eindrücke von dem Spiel gewinnen können. Und um es grob mal zu umreißen, folgendes. Bei Teil 1 ging es ja darum, dass man die Chaosforten zurückdrängt. Und jetzt bei Teil 2 ist eine andere Geschichte. Es geht um den sogenannten Großen Mahlsturm. Das ist ein magischer, arkaner Wirbelwind, in den die Hochelfen beschworen hatten, um die einfallenden Horden der Dämonen zu beseitigen, was auch ziemlich gut funktioniert hat. Jetzt die Sache aber die, dieser Mahlsturm wird offenbar immer größer und stärker. Und ja, jedes der neuen vier Völker strebt jetzt an, die Kontrolle über den Mahlsturm zu erlangen, um ihn zu beseitigen oder irgendwas zu verändern. Sie haben quasi alle ihre eigene Vorstellung davon, wie sie denn das kommende Unheil abzuwenden vermögen. Hier oben sieht man quasi, worum es bei dieser Mahlsturm-Sache geht. Und es gibt da eine neue Währung. Bei den Ex-Menschen ist es das Tafeln, es gibt aber auch bei anderen das sind Fragmente etc. Wenn wir genug von diesen angesammelt haben, füllt sich die Leiste hier, wie ihr seht, wir brauchen 350 und wir können dann ein Ritual durchführen. Das Ritual bringt dann gewisse Boni, wirkt bisher zu denen, die ich hatte, nicht permanent. Und wenn man es bis zum letzten geschafft hat, dann hat man in der Regel quasi, wenn ich das recht verstanden habe bisher, das Ziel geschafft und man hat den Mahlsturm unter die Kontrolle gebracht. Das heißt, wir müssen versuchen, möglichst viel davon vollzukriegen. Wir sehen hier unsere Konkurrenten. Grün sind, glaube ich, Clan Moors. Das müssten die Skaven, das Rattenvolk sein. Das Dunkle hier sind, nee, das hier ist, ha, blau wahrscheinlich, Lothan, sind die Hochelfen. Und dieses Naggarond, das müssen dann die Dunkelelfen sein. Wir alle verfolgen mehr oder weniger dasselbe Ziel aus verschiedenen Gründen. Ja, was am Vorgänger kritisiert wurde, war ja quasi die Einfallslosigkeit der Karten und der immer wieder gleiche Stadtaufbau. Das klingt jetzt hart gesagt, ist auch nicht direkt meine Meinung. Ja, ich gebe zu, wenn man einmal rausgehabt hat, wenn man welche Reihenfolge man bauen musste, dann hat man es schnell hinbekommen. Aber das ist meines Erachtens gar nicht so schlimm. Jetzt hat man aber gesagt, okay, man möchte das etwas spezifischer machen. Bei unseren Städten, hier die einzige, die ich jetzt aktuell habe, gibt es jetzt sehr einzigartige Gebäude für jede größere. Und ja, auch hier diese normalen Ressourcen, das kennen wir ja, sie bringen ein bisschen Geld und haben noch irgendeinen Nebeneffekt manchmal. Und wie ihr seht, die Nebeneffekte werden aber immer besser. Also jetzt lohnt es sich auch, diese Ressourcen immer mehr auszubauen. Also sie haben da deutlich mehr Vielfalt in den Ausbau hereingebracht. Und die Einheiten sind zumindest von den Elfen relativ strategisch gewesen. Mein Ex muss ich mir jetzt mal anschauen, wie die so sind. Was auch neu ist und im Vorgänger stark bemängelt wurde, ist das Siedlungssystem. Früher bei Teil 1 konnten ja bis auf die Waldelfen Völker nur in für sie speziell geografisch zugewiesene Gebiete siedeln, also Zwerge in den Hochebenen und Bergen. Menschen, Vampire nur in den flachen Tälern und so weiter. Das wurde komplett abgeschafft. Jeder darf überall siedeln. Und dieses Symbol, was wir daneben haben, zeigt uns das Klima an. Entweder ist es grün und passend. Da haben wir keinerlei Mali, alles wie immer. Und umso unpassender das Klima wird, umso mehr Mali hat man. Höhere Bauzeiten für Gebäude, größere Unterhaltskosten, niedrigere Zufriedenheit. Und ja, das müssen wir halt bedenken, wenn wir dann expandieren. Und ein Punkt, der mich früher sehr gestört hatte, der wurde Gott sei Dank auch behoben. Ich bin gerne ein Fan von Magie. Und im Vorgänger war Magie leider großteils nutzlos. Das Einzige, wo ich Magie wirklich habe effizient einsetzen können, war, als ich die Chaos-Armee gespielt habe, die Chaos-Barbaren. Und meinen schönen großen Höllenfeuerkanonen in extrem Feuerbuff gegeben habe, womit sie wirklich dann fast allein Armeen wegrotzen konnten. Ja, mittlerweile ist das aber jetzt verbessert worden. Magier können jetzt, wie im Vorteil auch, Zauber auch auf die zweite Stufe bringen. Im Vorteil hat das die Abklingzeit vermindert.
Was bedeutet das? Das bedeutete, ich konnte mit dem Mana, was ich nicht hatte, Zauber, die ich eher seltener brauchte, häufiger einsetzen. Das heißt, wenn ich quasi unendlich Mana gehabt hätte, wäre es vielleicht sogar Vorteil gewesen, aber mit dem begrenzten Mana habe ich quasi mein Mana einfach nur eher aufgebraucht oder musste halt damit nur wirtschaften. Das ist jetzt anders. Wenn ich jetzt Zauber ausbaue, steigt entweder die Effektivität und oder es senkt die Kosten. Und das geht bei manchen sogar bis auf die dritte Stufe. Und wenn ich bedenke, ich beim Hochelfen habe ich es jetzt ja gespielt. Es gab früher unter der Rubrik Lebensmagie etwas, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, Dornschild, Dornrüstung etc. Das hat halt die Resistenz gegenüber Geschosse stark vermindert und hat zudem außerdem noch einen schönen Boost auf die Waffenstärke gegeben. Das waren, glaube ich, so 25-30%. Das auf der ersten Stufe jetzt immer so, noch so. Jetzt auf der zweiten ist aber bis auf 50% gestiegen bei sinkenden Kosten. Und ja, ab jetzt macht es mit Magiespielen richtig Spaß auch, weil jetzt kann man damit schöne neue Strategien machen. Gut, das wären so die wesentlichsten Neuerungen, die mir aufgefallen sind, abgesehen davon, dass die Karte um das Doppelte größer ist. Vielleicht noch ein Wort zu den Fraktionen. Auf der neuen Karte kann man die neuen vier Völker spielen, aber die alten sind implementiert, nur nicht spielbar. Das heißt, als Gegner tauchen sie auf. Das sehen wir auch hier. Die hier, die es besetzt haben, die Skeggy, das ist ja ein nordisches Volk gewesen quasi. Das wird jetzt auch das erste sein, was wir versuchen zu erobern, weil, ja, wir haben hier zwar, gut, soweit vielleicht ein bisschen nicht, aber hier hätten wir drei wunderschöne Sachen, die wir besiedeln können, sogar vier, die gut zu erreichen sind. Das Problem ist natürlich, wenn wir so viele Gegner in der Nähe haben, ist es gefährlich und ich muss mir jetzt echt überlegen, wie ich das angehe, ob ich erst versuche, die zu bekämpfen oder ob ich mir sage, ich packe die nicht und gehe dahin und muss eventuell meine Hauptstadt dafür opfern, aber auf der ersten Stufe bin ich noch nicht mutig genug. Sie haben auch angekündigt, dass eine große Karte kommen wird, und zwar die Vereinte aus Teil 1 und Teil 2. Das heißt, man hat dann explizit ausgedrückt eine Karte, die dreimal so groß ist wie die von Teil 1, wo auch alle Fraktionen spielbar sein werden. Und die haben sich so gedacht, wer mit den alten Völkern spielt, verfolgt noch die alten Ziele, also quasi die Chaos-Barbaren wegdrängen. Und wer mit einem der neuen Völker spielt, wird sich nicht um die Chaos-Barbaren in dem Sinne kümmern müssen, sondern wird versuchen, den Mahlsturm zu besänftigen. Wenn ich es jetzt gerade sehen würde, wird es euch zeigen, aber ich sehe es gerade nicht, was sie eingebaut haben, sind, ich nenne zwar geografische Events, und das sind meist hervorgehobene Sachen, ich habe es bisher an den Meer nur gefunden, Schiffswracks etc. Wenn man da drauf geht, dann kann man halt einen Bonus bekommen oder muss eine Entscheidung zwischen verschiedenen Boni treffen. Meist aber, muss ich gestehen, habe ich fast 10.000 Gold immer bekommen, also durchaus ein ordentlicher Boost. Okay, jetzt aber genug geredet. Es geht los, solange meine Stimme noch da ist. Ich bin nämlich leider erkältet, deswegen kommt das Video auch erst zu spät. Das tut mir leid. Und ich hoffe, meine Erkältung ist jetzt mittlerweile so weit runter, dass man mich noch verstehen kann. Fangen wir erstmal an mit dem Ausbau. Hauptgebäude, wisst ihr, ist mein allererstes. Und wie sie es jetzt gemacht haben, man sieht das ja auch schon angedeutet, bei diesen ganz großen Hauptstädten kann man jetzt bis zu 10 Feldern haben. Wir bringen das gleich mal auf die zweite Stufe hier. Mehr Wachstum, mehr Tafeln, mehr Einkommen aus allen Gebäuden. Hier ein Geomancer Nexus als Armeefähigkeit. Was das ist, müssen wir herausfinden. Das hier wird das erste Gebäude sein. Okay, Skinkhorde mit Wurfspeeren und ohne. Also quasi Kämpfer, die Standards. 30 Formen, ist das braun? Ach ja, Schild, genau. 55 Führerschaft, bisschen Nahkampf. Ihr seid eigentlich doch extrem viel besser. Ihr seid genauso gut im Nahkampf, habt sogar noch ein Schild, aber habt noch ein bisschen Distanz. Ja, gut, nur 3 Schuss. Das ist jetzt natürlich nicht interessant. Ah, hier kommt ein Distanzkämpfer dazu. Okay. Jetzt müssen wir uns schon mal entscheiden. 2 Bauplätze müssen wir aufheben. Die besten Sachen wollen wir sparen. Okay. Das hier brauchen wir auch. Bringt viel Geld, viele kleinere Boni, Militärsachen. Was ist das? Blutspiegel, schaltet Technologien frei, werden wir auch irgendwann brauchen, aber nicht zwingend hier. Wenigstens ich weiter auf Kampagne. Für eigene Armeen, die Runde dieser Region beginnen, das ist nicht so toll. Ja, das ist ein normales Einkommensgebäude.
Bestimmung des großen Plans verstärkt Geomanches Netz. Ach ja, Geomanches Netz, das habe ich auch nicht ganz verstanden, weil ich spiele ja auch sehr smart Echsen. Ich weiß, dass die miteinander verbunden sind, die Städte. Und ja, das scheint sich dann irgendwie Boni zu ergeben. Hier steht ja, die Stärke des geomanischen Netzes beeinflusst die Stärke der in eurem Gebiet ausgesprochenen Erlasse. Eine Siedlung muss mit einer anderen Siedlung von gleicher oder höherer Stärke verbunden sein, um ihr Potenzial voll zu nutzen. Die farbigen Zeilen zeigen die aktuelle Stärke des geomanischen Netzes dort. Ein pulsierender Ring bedeutet, dass diese Siedlung nicht ihre maximale Stärke nutzt. Diesfalls solltet ihr die Stärke des Netzes in den umliegenden Siedlungen steigern. Ja, ist leider immer noch sehr ungenau, was das für Boni jetzt sind, aber okay, finden wir raus. Was haben wir hier? Das bringt Ordnung. Ah, okay, eine Technologie, erst einmal werden wir es brauchen. Einkommen. Wachstum. Mhm, ohne Technologie. Okay. Fängt ja schon mal schwer an. Ehrlich gesagt, momentan fühle ich mich ein bisschen von der Armee in den Stich gelassen. Habt ihr denn irgendwelche Einheiten, die Kombination brauchen? Ihr braucht Kommune der Waffenschmiede, Kommune der Waffenschmiede, Kommune der Waffenschmiede, Kommune der Waffenschmiede. Okay, das heißt, hier werden wir... Obwohl, wir können das werden wir in den anderen auch eventuell ausbauen. Ach, schwer. Also ohne Kommune der Waffenschmiede bringt es ja quasi kaum was, die auszubauen. Tempel der Alten, Blutschrein des Sortek. Hier sind hauptsächlich Heldengebäude. Ja, wir müssen uns dann leider jetzt bald entscheiden. Werden wir quasi diese drei nehmen? Mit den Plätzen hier, 4, 5, 6 Plätze voll, hätte ich da noch 2 übrig. 2 übrig, da könnte man damit ein bisschen Finanzierung machen. Ja, ich würde sagen, das versuchen wir so. Haushalten wir jetzt erstmal ein bisschen. Bis wir auf Stufe 3 sind. Verzichten dann halt auf diese letzten Einheiten erst einmal. Okay. Strategie steht. Zeigt mir mal bitte. Ha, in 3 Runden ist auf Stufe 2 auch noch. Okay, die sollten aber schaffbar sein, oder? Monolith der gefallenen Götter. Das sind 6 Einheiten gegen 7, aber die haben keinen Anführer. Oder schlag schnell mal ein Lager auf. Werdet ihr ja auch können. Gucken, ob ich mir noch ein paar Einheiten dazu holen kann. Was habt ihr hier noch? Astronomie. Bewegungsreichweite vermindert. Chance, einmal den Tunnel abzufangen. Chance auf Aufenthalt. Okay. Mhm, bekannt, bekannt, bekannt. Ha! Da können wir doch noch ein paar holen. Okay. Da warten wir dann halt mal eine Runde. Da erhöhen wir damit erstmal unsere Siegchancen. Bis dahin haben die ihre Siedlung noch nicht ausgebaut. Interessant, passendes Klima, aber verschiedene Sachen. Vielleicht hat das später auch mal eine Bedeutung. Mal gucken. Ach, weil ich es jetzt gerade noch nicht sehe, aber mir einfällt, weil es Ende der Runde war. Hat man noch Sachen, die zu erledigen sind, kommt erstmal ein Ausrufezeichen, dann klickt man drauf und dann wird gesagt, das und das müsst ihr noch tun, man wird hingezoomt, da haben wir die Wahl zu überspringen oder auch nicht. Finde ich ganz gut, da vergisst man weniger. Sehr benutzerfreundlich. Okay, gestärkt greifen wir an und das können wir automatisch lösen, denke ich. Da ist nebenbei die Berechnung auch fairer geworden. Früher war es ja so, wenn man Übermacht eine Stadt angegriffen hat, dann war die halt verloren. Die besetzen wir erstmal. Jetzt wird aber der Stadtbonus deutlich besser berechnet. Oder was heißt besser? Stärker berechnet. Was automatische Kämpfe, sag ich mal, unlukrativer macht. Und realistischer. Okay. Da haben wir ein Level Up. Abrang 4, Abrang 4. Okay, das ist quasi der Magierpfad.
Es wäre natürlich interessant zu wissen, ob wir dich auf Magier machen oder nicht. Naja, wir machen dich erstmal aber auf Boost. Wie ich das immer so mache. Und marschiere, dass du es so mir das liebst. Okay. Holen wir uns noch ein bisschen Verstärkung. Wir haben noch Zeit. So. Damit seid ihr nicht verbunden. Okay. Gut zu wissen. Ja. Ihr könnt es gerne wieder zumachen. Ich glaube es euch. Ja, das ist jetzt doppelt da. Ist mir bekannt. Deswegen brauchen wir es auch nicht mehr. Und machen es weg. So, Abriss fertig. Da haben wir Platz für neue Dinge. Das hätten wir hier. Ja, das können wir eventuell dann hier bauen. Wir müssen nur versuchen, ein bisschen Geld reinzukriegen, weil die ersten Städte bringen besonders auf Geld viel Bonus. Das werden wir wahrscheinlich auch machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, wir werden ein Tor reinbauen. Lokale Rekrutierungskapazität auch. Ey. Ja, bauen das und das und ein Tor am Ende. So. Ihr baut auf Stufe 2 aus. Skeki ist eine Hauptstadt. Garnisonsgröße 7. Ich denke, ich sollte euch zuerst angreifen. Ihr zu groß werdet. Ah, stopp. Okay, das dürfte schon zu groß sein. Hm, vielleicht mal Zeit für ein bisschen Diplomatie. Wir kennen ja sehr viel. Okay, mit euch bin ich schon mal verbündet. Versuchen wir mal, das Schild aufzubauen. Yeah. Schützen wir uns sogar. Nice. Okay, Skeki. Ja, da gibt's nichts zu rütteln. Skaven. Da werden wir auch keine Freunde werden. Viele Buildings südliche Reiche. Wir nehmen erstmal jeden Frieden, den wir kriegen können. Handel kann auch nicht schaden. A fool's action. The Empire. Blaue Vipern, okay, sind Ausgaben. Okay, beenden wir die Runde mal hier. Okay, Aufgabe geschafft. Errichte eins der folgenden Gebäude. Ja, das machen wir passiv sowieso. Der rekrutiert da unten schön. Hier unten ist jetzt erstmal das hier. Lass mal gar nicht erstmal dazu aufgehen, dass der stärker wird. Sehr schön. Nö, das Monster. Yay, Provinz ist unser. Gebäude ist auch fertig. Das bauen wir trotzdem schon mal aus. Chameleons Kings, okay. So, wir haben gesagt, wir gehen den Pfad komplett ab. Warten wir also, bis wir auf der 3 sind damit. 1, 2, 3, 6. Oh, hab ich schon verzählt? Ich hätte dann noch... Ich hatte jetzt theoretisch insgesamt 7 Plätze. Damit sind 2 voll. Was ist das? Brauche ich nicht zwingend. Erstmal 2, 3, 4, 5. Hätte ich sogar noch 2 dann über. 1. 2, okay.
So, und dann können wir erstmal wieder. Ja, wer meinen vorigen Let's Play gesehen hat, weiß, was ich mache. Unverdorbenheit. Und wir holen uns wieder mal ein paar Einheiten dazu. Militärpräsenz. Nur. Hero minus 10. Okay, dann nehmen wir halt die Steuern runter. Ja, welche Verbesserung nehmen wir? Also das ist mir das, glaube ich, das Liebste. So. Gerne. Lass uns Freunde werden. Boah, hat der jetzt echt schon so viel? Hat er. So, jetzt habe ich den Gleiter nicht so direkt in dem hier, den am besten loswerden. Gehen wir hier rüber, um zu siedeln. Dann wird er uns platt machen. Ja, ich werde jetzt tatsächlich etwas tun, was ich sonst nicht tue. Ich werde direkt mal anfangen, mir einen neuen Kommandanten besorgen. Einfach nur, damit wir da siedeln können. Oh, sehr viel Auswahl. Okay. Das sind auch schon Dunkelelfen. Na, mal sehen, wie das wird. Plus 4, ey. Bringt hier irgendwas Ordnung, außer dieses eine Nebengebäude? Ja. Vielleicht mal schön würde, wow. Okay, was brauchen wir die Gebäude für? Ja, kann sein, dass wir sogar ein Ordnungsgebäude bauen müssen. Weil sonst gehen die ganzen Steuereinnahmen verloren. Wie kommt der die gute Ordnung zustande? 5 für Militär, Schwierigkeit, Erlasse. 5, 6, 7. Minus 1 per Runde. Was heißt folglich, selbst mit Steuern werde ich da nie besser werden. Das ist traurig. Oder ich muss auf eins von den Sachen hier verzichten. Wäre aber sehr dumm. Eins, zwei. Drei, vier, fünf. Sechs. Also auf eins von denen kann ich nicht auch noch verzichten. Ich brauche ein bisschen Militär. Gut, brechen den Bau ab. Oh, das hört das gar nicht. Wo war das denn? Doch, das ist das doch. Das hier ist das, genau. So, jetzt müssen
müssen wir halt natürlich schon mit dem Geld ein bisschen aufpassen. Ich habe schon davon was erzählt. Wir können höchstens versuchen, den Hinterhalt zu machen. In Hoffnung, dass es einen Vorteil bringt. Allerdings müssen wir selber ein bisschen aufpassen, dass wir noch genug Bewegungspunkte da haben. Angreifer Itza, Zulapek. Ja, dreht mir bei. Weiß es nicht besser. Nö. Das sieht total komisch aus, wie der wackelt. Yay, ich darf was forschen. Theoretisch, ich glaub's noch nicht ganz. Aber okay. Doch. Es ging ja mehr Munition. Naja. Ha, stimmt, da büße ich jetzt ja quasi unten rein. Könnte auch einen Hinterhalt legen. Wir müssen es trotzdem erstmal ausbreiten. Dann können wir den vielleicht mit Masse überkommen. Garten. Okay. Jetzt wird's langsam eng hier. Nee, wir warten wieder auf unser Hauptgebäude. Also die Passivität jetzt ist ein bisschen bescheiden. Na, mal schauen. Monument der Alten. So, da kann ich wenigstens wieder Steuern erheben. Da sind Sklaven, die sind auch toll auf mich zu sprechen. Ach, überall Leute, die mich prügeln wollen. So, ihr seid einfach nur Distanzkämpfer, richtig? Giftattacken in Bewegung, Schießen, Geschoss, Infanterie, genau. Aha. Was ist denn das für eine Reichweite? 70, das ist ja quasi Nahkampf. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich noch nicht so ganz zufrieden, Leute. Damit komme ich, kann ich nicht auskommen. Ja, Geduld. So, an der Stelle ein kleiner Schnitt. Wie ihr auf der Karte schon seht, bin ich jetzt etwas gesprungen, und zwar weil meine vorige Aufnahme nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht habe. Und ja, was ich quasi im vorigen Teil jetzt weggeschnitten habe, was jetzt aber noch dazu kommt, ist, dass wir diese ganze Langzunge hier eingenommen haben und hier im Norden haben wir uns mit den Sklaven, also den Ratten, angelegt.
die hier ihr Hauptstadt haben, die auch stark bewacht ist, was wir jetzt noch nicht sehen können, weil die noch getarnt ist. Und ich werde jetzt einfach diese zweite Videohälfte hier ranschneiden. Und es geht damit quasi so weiter. Ja, schauen wir mal. Es müsste eigentlich auch alles schon gemanagt sein. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Geld. Wir haben es nämlich geschafft, jetzt hier auf die dritte Stufe zu kommen. Aber uns fehlt das Geld, um die Sachen hier hochzubringen. Aktuell halte ich diese Stadt, weil hier die Sklavenverseuchung noch ist und das ein bisschen die Ordnung kostet. Und überlege mir noch, wie ich denn hier vielleicht weiterkomme. Aber das werden wir jetzt gleich in den nächsten Zügen sehen. Brauchen wir nicht, danke. Obwohl, das brauchen wir leider theoretisch schon. Aber egal, das hat noch nicht die höchste Priorität. Nö, danke, kein Frieden nötig. Er versucht immer wieder die Stadt einzunehmen. Vielleicht schafft das ja sogar irgendwann mal. Dann hol ich's mir. Für mich das ist mehr oder weniger dasselbe. Aber Angriff geht schneller als Verteidigung, deswegen nehme ich das. So. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig taxieren hier. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich rein, wo er mich nicht mag. Ja, steuern das mal weg, damit es auspacken kann. So, 20 durch die Militärpräsenz. Jetzt sind wir leider immer noch im Wartemodus. Ach stimmt, hierfür reicht's. Genau. Forschen tun wir aktuell nicht. Das kann ich nicht verstehen. Ah ja, die Gebäude müssen erstmal fertiggestellt werden. Stimmt. Das ist ein Auftraggeber, aber nicht fertig. Einverstanden. Skinkhäuptling oder Priester? Nehmen wir erst so einen Häuptling, klingt nach Nahkämpfer. Was kann er denn? Truppen auffüllen? Einkommen stärken? Sollen wir jetzt noch keine zweite Armee haben? Lassen da erstmal so rumstehen, so nutzlos. Ja, euch hätte ich gerne. Aber ich weiß noch nicht wie. Held nicht bewegt. Okay. Ja, eigentlich möchte ich ja, dass du das Einkommen hier verstärkst. Aber als Ziel auswählen kann ich es nicht, deswegen. Ich bin schon endlich verfügbar. Yay. Na ja, gut. Immerhin etwas.
Nee, danke, wir müssen noch 4000 sparen. Das gilt natürlich für andere Regionen genauso. Parks nochmal. Ach, macht mich nicht unglücklich. Alguasuras! Nee, Schatzsuche hat sich bisher noch nie gelohnt. Guck mal, sehen wir einfach fertig ist. Ach, eine Runde sollte ich noch warten. Ja, wir stecken ein bisschen in der Klemme. Theoretisch bräuchte ich eigentlich schon zwei Armeen. Einen, damit ich Nord ein bisschen aufholen kann, einen, damit ich den Süden halten kann hier. Obwohl die ja gerade genug mit den Menschen jetzt zu tun haben, wie ich sehe. Jetzt können wir natürlich auch mit hier. Ich habe doch zwei Armeen, da unten ist er. Ja, stimmt schon irgendwie. Aber auch irgendwie nicht. Ist egal! Huch, du bist schon von Natur aus auf minus 3. Bei Ereignissen auf minus 4 machen. Weiß nicht welches Ereignis. Ich bin nicht schuld. Ach, oder es ist die ganze Provinz. Das kann sein. Ja, okay, gehört dazu. Stufe 3. So, hier müssen wir jetzt ein bisschen nach vorwärts kommen. So, die werden mich jetzt bestimmt gleich angreifen und ich werde mich zurückziehen. Boah, ich bin so nah dran, kann es trotzdem noch nicht sehen. Na gut. Ne, wir müssen erstmal warten, bis wir alles andere voll haben. Ist schon gemein, wenn man eigentlich nur noch so Steuern erheben kann. Nee. Danke, ich habe aktuell einige finanzielle Schwierigkeiten. Ja, ich frage mich jetzt, wenn ich euch Frieden gebe, lasst mich dann in Ruhe? Lass uns trotzdem machen. Ja, das war klar. Ja, es gab ihn, ne? Was das? Mal sehen, ob ich die irgendwie rauskriege. Ich habe jetzt noch keine richtige Idee. Klar, mit mehr Militär, aber da fehlt noch viel, viel Geld. Sieht's denn bei euch mit der Ordnung? Oh, 22 plus. No, blame you, you foolish thing. No. Naja, ich versuche jetzt meinen Hinterhalt, aber er wird nicht funktionieren, wenn ich ehrlich bin. Ja,
Aber nicht direkt das Interesse daran. Mal gucken. Okay. Ja, du musst erstmal hier bleiben, da wird die Ordnung sich einigermaßen stabilisiert. So, wie viel brauchen wir hierfür? Auch 4000, okay. Ja, das müssen wir erstmal alles großzügig überspringen. Aber jetzt mir selbst momentan nicht so gefällt. Frieden. Ja, nehmen wir. Nee, niemand wird das. Okay. Technologie erforscht. Dürfen wir noch nicht so direkt sein. Baukosten für Gebäude. Für Gebäude in der Provinzstadt. Ja, okay. Nehmen wir lieber das erstmal. So, ihr seid natürlich auf den Hinterhalt nicht eingegangen. Warum solltet ihr auch? Versuchen wir mal was anderes. Sieht's aus, auf die Flotten geplündert zu werden. Bringt das irgendwas? Okay, ich kann nicht plündern. Gut, ich kann euch nicht angreifen, ich kann euch nicht unverteidigt lassen. Wie sieht's mit euch aus? Diplomatie, das wurde im Norden wandern. Noble of Nagaroth! Das heißt, mit euch könnte ich mich theoretisch anlegen. Okay. Ruhe kann ich mir das leisten. Dann mach ich das doch. Frieden mit dir bringt mir nichts. Nee. Ja, in der Mitte zu spielen ist immer anstrengend. Versuch mal kurz mit dir Diplomatie zu machen. Ich bin nämlich eigentlich nur möglich mit dir streiten. So, Itza. How can I assist you? Auf wie klar. Behold the Phoenix Court in all its splendor. If you wish. Warum mich nicht jetzt verarschen? So, südliche Reiche. Okay, mit dem bin ich eigentlich schon ganz nett. Das sind Wildorks. Ja, minus 94. Die werden sich auf nichts einlassen. Okay. Machen wir erstmal die Ratten hier weg.
hat uns zumindest ein bisschen Erfahrung gebracht. Was ist das? Aha, Geschossresistenz. Finde ich auch so toll, dass sie ja 1000 Namen für haben. Blitzschlacht. Ach nee, Blitzschlag, aber ist dasselbe. Das ist gut. Oft genug zuversichtlich angegriffen, damit einen kleinen Bonus bekommen. Wenn wir öfters fliehen zum Beispiel, dann wird es eher negativ. So, nochmal eine Verbesserung. Oh. Unterhalt weniger bedeutet quasi umgekehrten Wert. Eroberung, Korruption, Instabilität, okay, das ist ja normal. Schade, dass ihr keinen Malus dadurch erleidet. Ich bin der Meinung, ihr hättet das verdient. Naja. Okay. Die haben anscheinend noch eine alternative Währung. Wir haben gerade nicht Angriffsbündnis geschlossen. Halte dich dran. Ah, der blödert bei mir, du Böse. Mist. Jetzt muss ich doch erstmal abziehen. Aber okay, das machen wir dann beim nächsten Teil. Jetzt verabschiede ich mich erstmal. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir, wie es weitergeht. Ich hoffe, ich konnte die ersten Eindrücke zu Total War Warhammer 2 vermitteln. Ich finde es deutlich besser geworden. Ich fand der einen schon gut, aber der ist jetzt noch besser. Und ja, über eine gute Bewertung, Daumen hoch etc. würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Tschüss!